bin Thomas Röhler, Olympiasieger und Speerwerfer. Und das ist auch, steckt dann schon mit im Namen, ist glaube ich auch der größte Erfolg, den ich auf sportlicher Ebene einfahren konnte, 2016 in Rio. Ja, ich finde es mega. Das ist ein cooler Standort. Ich meine, Jenenser, also sind echt davon dort. Ich glaube, es passt doch an zu Jena. Es ist ein sehr, sehr guter Fit. Wir sind eine sehr junge Stadt. Wir sind Sportstandort, aber auch Wissenschaftsstandort. Viele junge Menschen, viel dynamische Kräfte, sage ich jetzt mal, wo viel Potenzial auch für Community da ist, für sportliche Performance-Community. Nicht nur aus sportlicher Sicht, auch aus Mindset-Sicht. Ich glaube, das passt richtig gut zum Goldschirm. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch auf das, was dort entsteht dann. Ja, mein erster Kontakt, mein wirklich händischer erster Kontakt zu Goldschirm war direkt Venice Beach. War dort entspannt frühstücken bei einem Bäcker um die Ecke. Irgendwie der TripAdvisor mich dahin geführt. Und auf einmal kommt Arnold Schwarzenegger mit dem Fahrrad um die Ecke gefahren. Ich dachte, okay, zweimal umgeguckt, ist er das denn wirklich? Ja, das ist er. Da gehört irgendwie so eine Brand dazu. Ah, Goldschirm, genau. Und dann sind wir reingegangen ins Studio, haben uns das angeschaut, haben dieses wirklich, ja, das ist ja schon ein besonderes Flair, was dort vor Ort herrscht. So viel Geschichte, die da drin steckt, so viel Spirit, so viel Teamgeist auch. Und das war ein toller Moment und das hat mich, glaube ich, für immer irgendwie mit der Brand auch in Verbindung gebracht. Ja, Goldschirm steht wirklich auch für Innovation, für verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, nicht jeder geht mit dem gleichen Körper los und mit dem gleichen Ziel. Und ich glaube, das beste Studio ist das, was für jedes Ziel auch die passenden Möglichkeiten bereithält. Und da sehe ich Goldschirm. Wenn Innovation im Endeffekt unser Training verbessert, ist es immer eine geniale Sache. Hier kommen wir mit der Handregulierung sofort in einen reduzierten Satz rein, schaffen noch eine Wiederholung mehr und das innerhalb von kürzester Zeit. Ich muss nicht aufstehen, muss nicht das Gewicht ändern, kann einfach wirklich mit einem Handgriff in einer total gesicherten Position, trotz dass ich total K.O. bin, schon im Satz, kann das Gewicht um 30% reduzieren. Das ist eine super spannende Geschichte. Und ich glaube, das beste Studio ist das, was für jedes Ziel auch die passenden Möglichkeiten bereithält. Und da sehe ich Goldschirm. Und da sehe ich auch den Fit zum Speerwurf. Hier habe ich einen sehr, sehr guten GHD-Trainer, den ich brauche. Ich habe die Functional Area, ich habe die Bälle, die ich brauche. Ich finde einfach das, was ich brauche, um meine Ziele zu erreichen. Ich glaube, darum geht es vor allem. Definitiv, das Performance Center ist ein riesen Mehrwert für die Sport-Community, für den Austausch, für die Top-Athleten, die dort trainieren. Du hast den Austausch, du schaust über den Tellerrand hinaus, tauscht dich aus mit verschiedensten Athleten aus verschiedensten Sportarten. Hast auch spannende, richtig gute Coaches am Start. Und das macht wirklich modernen Leistungssport aus. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den der Sport immer mehr gehen wird. Community Building, verschiedenste Sportarten, die gemeinsam wirklich für dieselbe Passion, für Performance brennen.